Und zack, da ist es, unser erstes Steintor. Willkommen bei Age of Empires 2 Definitive Edition. Wird eigentlich erst am 14. November erscheinen, 2019. Ich zeige euch in einer Preview-Let's Play-Reihe hier, in dieser und in der allerersten Folge dieser Reihe, die findet ihr über den Link rechts oben auf YouTube, zeige ich euch eine Tutorial-Mission zum Reinkommen, dass wir die Spielwelt nochmal wiederentdecken, unsere Kenntnisse auffrischen und dann eine der drei neuen Kampagnen, die es durch diese Version neu im Spiel gibt. Insgesamt 35 spielbare Versionen, das hier, spielbare Zivilisationen, das hier sind spieltechnisch die Kelten. Und von der Geschichte her, von der Story, die wir erleben, die Schotten. Wir spielen hier gegen den englischen König Edward Longshanks, der im 13. Jahrhundert erfolglos versucht hat, Schottland für England einzunehmen. Mit diesem Speer, dem einzigen, den wir haben, laufen wir ein bisschen weiter rum, lernen hier auch ein bisschen mehr von der, kennen von der Karte. Ich schau mal, dass ich hier über Rechtsklick und über Shift Punkte, die ich hier überall auf der Karte setze, ein bisschen noch was hier aufdecke. Und mit den Dorfeinheiten, den Untätigen, die wir hier rüber finden können, über diesen Button oder über die Punkttaste, wollen wir gleich noch ein bisschen weitere Dinge hier finden. Und ich schaue mal, dass wir ein weiteres Haus bauen. Können wir hier zum Beispiel machen, hier stürzt niemanden. Weitere Einheiten brauchen wir auch. Vielleicht abwechselnd noch ein paar Speerkämpfer und Schwertkämpfer. Hier können wir Bogenschützen generieren und Plänkler. Ganz viele. Und noch ein weiteres Haus mit den beiden, damit unser Einheitenlimit erhöht wird. Hier daneben. Ressourcenmäßig sieht es ganz gut aus. Englischen Stützpunkt anzugreifen. Attacke. Lassen Sie Ihre Dorfbewohner weiterarbeiten. Nur für den Fall, dass Sie Verluste erleiden. Oh, das mache ich auf jeden Fall. Das ist das Kriegsschiff, das wir gebaut hatten. Eine Galeere. Damit wollen wir auch noch ein bisschen hier was weiter aufdecken. Und uns mal alles anschauen. Und noch ein paar Einheiten mehr können eigentlich nicht schaden, finde ich. Hier wollen wir die alle erzeugen. Können wir noch weitere Forschung betreiben? In dieser Epoche nicht, doch wir können. Die Einheiten der Milizsoldatenlinie kosten allesamt weniger Nahrung, die wir ab jetzt erzeugen werden. Hier im Holzfällerlager können wir die doppelschneidige Axt entwickeln, sodass das Holz von unseren Dorfbewohnern 20% schneller geschlagen wird. Bergarbeiterlager, wiederum, haben wir alles Wichtige schon gemacht. Aber wir können noch zwei weitere Dorfbewohner beispielsweise erschaffen. Zwei Leute, die hier wieder herumgammeln. Gleich noch ein weiteres Haus daneben gebaut. Und was wir auch machen sollten, das hatten wir, glaube ich, bislang noch gar nicht, eine Schmiede für Forschung uns holen. Auf dem Marktplatz könnten wir Ressourcen, die wir im Überfluss haben, gegen weitere Ressourcen eintauschen. Unser Speer ist hier unten unterwegs. Weiter. Mal schauen, ob wir hier über die Furt rüberkommen. Was wir dort hier finden. Wahrscheinlich die Engländer. Da sind sie auch. Sie befinden sich in der Nähe des englischen Stützpunktes. Reißen Sie deren Befestigungen aber erst dann nieder, wenn Ihre Truppe etwa 12 Mann stark ist. Ei, ei, wird gemacht. Wir wollen aber drüber rum schon mal ein bisschen was weiter aufdecken. Hier ist eine Brücke. Mal schauen, was wir dort auf der anderen Seite finden. Jede Wette, dass die hier hinführt. Das ist der Beobachtungsturm der Engländer. Und nein, einen zweiten. Die wissen also genau Bescheid, was wir hier unternehmen. Und das hier wiederum. Das ist unsere Galeere, mit der wir auch noch mehr hier aufdecken können. Wie viele sind wir? Ja. Noch ein paar weitere Einheiten. Hierhin bitte. Das ist unsere Schmiede. Was kann man denn alles erforschen? Unsere Bogenschützen haben mehr Panzerung. Machen wir unbedingt.
Außerdem haben sie mehr Angriffsstärke und Reichweite, sobald wir das erforscht haben. Und wir können sogar, damit das schneller geht, noch eine zweite Schmiede bauen. Gleich dahinter. Und alle Forschung dann ganz fix betreiben. Nahrung haben wir echt im Überfluss. Da kann man nicht meckern. Na, das ist aber nicht unbedingt das nächstgelegene Fischvorkommen, dass er jeweils angesteuert wird. Fahren wir mal diese hier an. Und hier mit unserem Schiff können wir hier auch noch mehr von der Karte aufdecken. Wer weiß, was hier alles ist. Jetzt sind wir aber stark genug. Die Punkte listet und rechts unten zeigt es hier an. Man kann es auch übertreiben. Die beiden, die eine Schmiede hier. Infanterie und Kavallerie mehr Angriffsstärke. Die Schmiede hier. Schuppenpanzerinterie hat mehr Durchschlagskraft. Und hier sorgen wir dafür, dass unsere Kavallerie noch mehr Durchschlagskraft hat. Einen Stall haben wir sogar noch nicht mal gebaut. Hier rüber können jetzt Verteidigung durchaus nochmal einen weiteren Turm hinsetzen, falls wir überrascht werden. Von wem auch immer. Palisadentor, Steinwall. Das ist der Außenposten, der Wachturm und das ist der Beobachtungsturm, genau. So, jetzt schnappen wir aber unser ganzes Militär. Laufen wir rüber auf die andere Seite. Wir bilden uns ein, wir sind fit genug. Hier können auch weitere Truppen gleich entstehen. Auf Vorrat können wir die auch in die Warteschlange schon mal einstellen. Falls vorne Truppen massakriert werden, haben wir dann hinten nochmal welche auf Vorrat. Und hier wollen wir nach hinten können wir noch ein weiteres Haus hinstellen. Und hier ebenfalls. Jetzt gehen wir aber in den Angriff. Schnappen uns all unsere Herrschaften. Links kann man verschiedene Sachen einstellen. Wir können zum Beispiel die Formation einstellen. Standardmäßig Linienformation voreingestellt. Und wir können die Haltung einstellen. Wir hatten bei den Optionen eingestellt, dass wir Defensivhaltung haben. Auf kurze Distanz verfolgen wir die Feinde. Wir kehren auf den Posten zurück, wenn der Feind geflohen oder vernichtet ist. Darauf gehen wir ein. Hier sind noch die verschiedenen Befehle, die wir den Einheiten geben können. Können wir darüber einstellen oder einfach die ganz normal so bewegen hier. Wir ziehen hier rüber, über die Brücke. Was ich euch zu Beginn der ersten Folge nicht gezeigt habe, im Optionenmenü und auch dem Reiterspiel kann man einstellen, in welcher Geschwindigkeit das Spielerlebnis stattfindet. Ich habe, damit ich nebenbei noch kommentieren kann, die langsamste Geschwindigkeit eingestellt. Dort könnt ihr also auch experimentieren. Und je nachdem, ob ihr ungeduldige, temperamentvolle oder langsame Naturen seid, die Spielgeschwindigkeit einstellen, die ihr gerne hättet. Beobachtungsturm zerstört. Jetzt schauen wir, dass wir hier vorrücken. Der Beobachtungsturm ist wirklich nur zum Beobachten da. Der kann gar nicht auf uns feuern. Wir gehen erstmal hin und schnappen uns nur unsere Bogenschützen und massakrieren den Feind mal ein bisschen aus der Entfernung, denn ich habe den finsteren Verdacht. Die haben gar kein Tor hier hingestellt. Schwächen den Feind hier schon mal. Aber die KI zieht sich zurück. Jetzt machen wir den Angriff mit unseren Nahkämpfern hier vorne weg. Stellen die Bogenschützen in die zweite Reihe. Attacke hier. Jedes Volk hat einen eigenen Audio-Sound, also die Einheiten geben Reaktionen auf die Befehle, die wir gegeben haben, in ihrer jeweiligen Landessprache. Attacke. Die KI, die unsere Einheiten steuert, macht das automatisch. Wir rücken ein Stück weiter vor. Schauen aber erstmal, dass wir hier unsere Aktionen weiter durchführen. Gold sammeln beispielsweise oder
noch mehr Nahrung gewinnen, einfach weil wir es können. Wieder zu den Militäreinheiten vorgestoßen. Heilen können unsere Einheiten nicht, zumindest solange wir kein Gebäude oder keine Einheit haben zum Heilen. Jetzt greifen wir jetzt locken wir erstmal die Bogenschützen raus, bleiben außerhalb der Reichweite des Turmes. Die Reichweite kann man hier erkennen, 8. Es gibt auch ein Gitter, das man... Jetzt kann man auch ein Gitter aktivieren übrigens, das einem das genauer anzeigen kann. Kann man standardmäßig auch im Interface an- da ausknipsen, dass einem solche... dass so ein Gitter hier drüber legt und einem das genauer anzeigen lässt. Achtung, die greifen nicht von alleine den Turm an. Der Turm ist ja das Gebäude, das sich wehren kann. Die Wohnhäuser nicht. Deshalb allen den Befehl geben. Turm angreifen, bitteschön. Das Zusammenbrechen der Türme hat jetzt eine eigene Animation. Das gab es im normalen Spiel nicht. Auch das ist dazugekommen. Oder zumindest die Animation verbessert worden hier durch die Definitive Edition. Sieg für die Schotten enden wird. Jetzt wissen Sie, wie Sie das Land bebauen, innerhalb der Zeitalter voranschreiten und Ihre Feinde ausmachen und bekämpfen können. Damit verfügen Sie über die notwendigen Grundlagen, um ein Zufallskartenspiel zu versuchen, dem geläufigsten Spieltyp in Age of Empires 2. Gewonnen! Wenn wir wollen, können wir uns die ganze Karte uns nochmal anzeigen lassen, wo wir zum Statistikbildschirm gehen, aber wir schreiten mal direkt vor. Stirling war unser erster großer Sieg. Während wir noch die Küste schützten, erhielten wir Nachricht, dass die Brücke von Stirling von einem schottischen Heer unter der Führung dieses sagenumwobenen Ritters verteidigt worden war. Jetzt könnten wir... William Wallace, Schrecken der Engländer. Jetzt könnten wir uns diese Mission auch nochmal anzeigen lassen. Aber ich wechsle da mal lieber zurück zum Hauptmenü, denn ich hatte euch versprochen, wir spielen eine Kampagne. Damit beginnen wir auch. Zurück zur Kampagnenauswahl. Das ist die Tutorial-Kampagne, die William-Wallace-Kampagne. Und wir suchen uns jetzt mal eine der historischen Kampagnen aus. Und wir wechseln mal rüber zu den europäischen Kampagnen. Und das ist eine, die drei Khan-Kampagnen, hatte ich euch schon gezeigt. Das sind diese drei hier. Und wir wagen es mal mit dieser hier, mit Iwailo. Während der mongolischen Invasion führt ein Schweinebauer eine Miliz zur Verteidigung der bulgarischen Dörfer an. Doch als seine Siege die Aufmerksamkeit des Zaren und seines Gefolges erregen, zwingt ihn das Schicksal in die Rolle des Revolutionärs. Kann ein Mann solch bescheidenen Ursprungs die bestehende Ordnung stürzen und seinen Landsleuten die Freiheit schenken? Eine der drei neuen Kampagnen, die durch die Definitive Edition neu dazugekommen sind zu Age of Empires 2. Ein ungewöhnlicher Halt ist die erste Mission innerhalb dieser Kampagne, die uns allmählich diese ganze Karte hier aufdecken lässt. Sie spielt hier an der Grenze der Reiche der Tataren, der Walachei und der Bulgaren. Wir spielen auf normalem Schwierigkeitsgrad. Ich weiß, dass du die Wahrheit erfährst. Jahrelang bin ich deinen Fragen ausgewichen, mein Kind. Über dich, mich und deinen Vater. Doch du musst es wissen. Du stammst nicht von hier. Deine Heimat liegt im Norden, in Bulgarien. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Einst führte ein mächtiger Adliger namens Konstantin eine Rebellenarmee in die bulgarische Hauptstadt Tarnow. Der herrschende Zar, ein Mörder und Thronräuber, floh mit seinem Sohn Iwan an den Hof des römischen Kaisers. Die dankbaren Adligen Bulgariens, Männer, die den Buljaren angehörten, erklärten Konstantin zum Zaren. Der neue König brachte Frieden nach Bulgarien. Er heiratete die Nichte des Kaisers und arrangierte sogar die Hochzeit der Kaisertochter mit einem einäugigen Mongolenkhan. Doch der Frieden war kurz. Männer sind wie Wölfe. Sie riechen Schwäche. Beim Reiten fiel der Zar vom Pferd und brach sich Beine und Rückgrat. Der verkrüppelte Zar musste hilflos mit ansehen, wie sein Königreich in Anarchie verfiel. Tatarische Reiter fielen in sein Land ein, während die Buljaren beschäftigt waren, ihre eigene Macht zu mehren. Aus Angst vor der Fackel der Plünderer nahmen die Bauern die Peitsche der Buljaren hin. Ein Mann änderte dies ganz unerwartet. In einem kleinen Dorf tauchte ein einfacher Schweinebauer auf. Seine
Hände waren voller Schwielen, sein Gesicht wettergegerbt, wie das eines jeden Mannes, der hart arbeitet. Doch dieser Mann war anders. Er drängte die Leute nicht nur, sich den Tataren zu widersetzen, sondern er ließ den Worten Taten folgen, indem er eine Miliz zum Schutz der Dörfer anführte. Bald erregten seine Überraschungserfolge die Aufmerksamkeit weitaus mächtigerer und skrupelloserer Männer. Das klingt nach einer richtig schönen und spannenden Geschichte. Ein einfacher Schweinebauer, auf dessen Seite wir jetzt stehen und dessen Heer wir anführen, wo wir ganz nebenbei noch eine Familiengeschichte nacherleben und entdecken werden. Unser Ziel, warten Sie auf Anweisung, das ist mal eine der interessantesten Ziele, die ich jemals gehört habe in einem Spiel. Bevölkerungslimit 200, das sind die technischen Hinweise zu dieser ersten Mission. Tipp der Entwickler, gehen Sie früh und häufig auf Erkundung. Machen Sie sich in den Wäldern auf die Suche nach Vieh, bevor Ihre Feinde es finden. Das hatte ich euch nur ganz kurz gezeigt in der ersten Folge, das mit den Dorfbewohnern. Einen Rechtsklick machen auf Vieh, das holen können. Die holen das dann ein, bringen es zum Dorfzentrum, führen es direkt neben das Zentrum, schlachten es dann und gewinnen Nahrung. Wenn eine Burg genug Schaden erlitten hat, flüchtet ein dort versteckter Boljar aus ihr. Achten Sie auf diesen Moment, damit Sie den Flüchtenden töten und die Burg erhalten können. Ihre Feinde bekämpfen Sie am besten mit einer Mischung aus verschiedenen Einheiten. Plänkler und Speerkämpfer sind effektiv gegen die Tataren. Kavallerieeinheiten helfen Ihnen hingegen dabei, die Belagerung und Infanterieeinheiten der Boljaren zu erwischen. Unterschätzen Sie niemals Ihre Konniks. Diese wackeren Bulgaren geben nicht so leicht auf. Was berichten unsere Späher über diese Karte? Die winterliche Landschaft, karg, rau, die leichte Kavallerie und die berittenen Bogenschützen der Tataren, in Türkis gefärbt, überfallen Bulgarien aus den Überresten der geplünderten Stadt Tulcea im Westen. Die Boljaren, eine andere Fraktion in Gelb, haben kein Interesse daran, sich gegen die Tataren zu wehren. Sie verlassen die Dörfer, um sich allein durchzuschlagen, während sie sich hinter den drei Festungen im Osten verstecken. Jeden Anschein eines Bauernaufstandes werden sie ohne Skrupel mit ihren Infanterieeinheiten, Belagerungseinheiten und Bojaren unterdrücken. Und der verkrüppelte Zar Konstantin, der den Reitunfall hatte, in grün gefärbt, er und seine Leute, führt sein eindrucksvolles Gefolge aus Kriegern von einem Streitwagen aus in die Stadt Preslavet im Süden. Seine Behinderung hat weder seinem Ehrgeiz noch seiner Klugheit Abbruch getan. Er wird sich mit jedem verbünden und jeden benutzen, der ihm beim Erhalt seiner Macht helfen kann. Wir müssen Diplomatie betreiben. Autsch. Und so starten wir. Die Tataren waren hier. Ivaljo, tatarische Reiter nähern sich. Oh, dann müssen wir uns zur Wehr setzen. Da kommen sie schon. Attacke! Oh, werden wir das schaffen? Sieht aber echt hübsch aus, grafisch hier. Knapp geschafft. Ziele haben sich geändert. Wir müssen das nahegelegene Dorf finden und es verteidigen. Überall brennen hier die Häuser. Wir laufen hier rüber. Der Fog of War ist stückchenweise schon gelüftet. Wir laufen hier rüber. Da links ist das erste Vieh, das wir entdeckt haben. Ein Bock, den wir uns nachher holen können. Hier läuft die Straße entlang. Wir reiten mit unserem brittenen Speer hier runter. Einer unserer Leute ist verletzt. Immer den Weg entlang Richtung Süden. Hier ein Reh, das wir aber auch ignorieren. Hier geht es runter. Und irgendwo hier wird das Dorf, das ist das Dorf, das wir verteidigen müssen. Und es wird angegriffen. Wir helfen den Leuten unbedingt. Helft ihnen, helft! Die Tataren metzen unser Volk nieder, doch die verräterischen Boljaren unternehmen nichts. Sie würden uns eher das Brot aus dem Mund nehmen, als Bulgarien zu verteidigen. Oh, hier müssen wir sofort was machen. Das ist das Dorf, das wir aufbauen werden. In der nächsten Folge. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Im Winter wächst auf den Feldern nichts. Wir müssen Tiere suchen. Die Tataren haben die Dörfer niedergebrannt. Oh, das machen wir. Doch das Vieh in die Wälder gelassen. Werden wir machen. Wir suchen das Vieh in der nächsten Folge.